Hallo, hier ist wieder der Jörg von YouTube-Kanal Joggler66, Hour of the Truth, mit einem weiteren deutschsprachigen Video. Ich habe schon vor einiger Zeit ein Papier im Internet gefunden über den jetzt beinahe 500 Jahre zurückliegenden Reformationstag, als Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine berühmten 95 Thesen, damals noch im Original Lateinischen erst, an die Kirchentür in Wittenberg geschlagen hat. Und in diesem Papier behandeln wir die Frage 2017, 500 Jahre nach Luther, wo stehen wir heute? Und das wird analysiert. Nun, dieses Papier ist ursprünglich zusammengestellt von Siebentagsadventisten und wie ihr ja hoffentlich alle wisst, habe ich niemals einer Denomination angehört, einer Religionsordnung, protestantisch, katholisch, Siebentagsadventisten oder wie auch immer die sich alle schimpfen, weil ich ja nie richtig an die Bibel geglaubt habe und bin zur Bibelgläubigkeit gekommen durch meine neuen Weltordnungsstudien. Und natürlich haben mir dabei unter anderem auch viele Lehren der Siebentagsadventisten geholfen, wenn es ging über die Lehre aus der Bibel. Das heißt, ich habe von diesen und anderen Denominationen keine Lehren angenommen, was die Doktrin angeht, aber ich habe natürlich bestimmte Dinge in einem anderen Licht gesehen, wenn hier und da Bibelzitate aufkamen und Dinge erklärten und Zusammenhänge erklärten, die mir so als Neuchrist, sage ich jetzt mal, nicht deutlich waren. Da hat man viele Dinge von gelernt. Und am interessantesten ist natürlich, wenn man dann weitergeht in seinen Studien und wenn man begreift, dass man sich gar nicht auf die Leute, die das schreiben oder was verlassen muss, sondern dass man seine eigenen Untersuchungen anstellen muss und dass man immer, immer die Bibel gegen die Bibel halten muss, dass man immer davon ausgehen muss, die Bibel erklärt sich selber. Das heißt aber natürlich nicht, dass wenn irgendwelche Leute, wie hier in diesem Fall zum Beispiel Siebentagsadventisten, so ein Papier aufstellen zum Gedenken an die beinahe 500-Jahr-Feier des Reformationstages, der uns in 2017 dann ja begegnen wird, am 31. Oktober, dass wenn die solche Papiere anstellen, dass nur weil sie in irgendeiner Denomination irgendwelche anderen Dinge lernen, dass sie hier keine vernünftigen geschichtlichen Dinge aufarbeiten können und vernünftige Bibelzitate dabei geben können. Nun, ich habe mir 2 Tage lang die Mühe gemacht, dieses Papier zu durchforsten, um eventuell irgendwelche Falschlehren oder was auch immer da rauszuholen, Dinge rauszuholen, mit denen ich nicht einverstanden bin, und die werde ich natürlich auch nicht vorlesen, sondern ich habe das mehr oder weniger zu meinem Papier gemacht, sicher noch mit meinen eigenen Kommentaren damit bei. Und möchte euch das jetzt mal ein bisschen näher bringen, weil ich habe ja damals schon in meinem Video unter anderem Deutschland erwache nicht so viel, in dem ersten freigesprochenen Video, was ich damals hatte, aber eher in dem zweiten, wo es um die große Lüge ging, eben auch über den zukünftigen Antichristen und die Lehre des zukünftigen Antichristen gesprochen. Und welche Konsequenzen das für die Protestanten heutzutage hat, wenn sie nicht mehr wissen, wer der Antichrist ist, dass sie eben auch gar nicht mehr wissen, was sie protestieren. Und ich möchte mit der Lesung dieses Papiers und dem Erklären dieses Papiers die Leute, die sich dieses Video anschauen, wieder ein bisschen zurückbringen in die Zeit, wo sie noch wissen, wo Protestanten eigentlich für standen. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Papier jetzt mal zu machen, und da werde ich dann gleich mit anfangen. Und das kann durchaus sein, dass sich das so in die Länge zieht, dass das sogar 2 Teile werden. Wie gesagt, ich habe 2 Tage gebraucht, um das ordentlich vorzubereiten, und dann mache ich mir natürlich auch die Zeit, um das auch vernünftig vorzulesen und vernünftig zu besprechen. Also, es ist nicht, weil ich hier und da mal auf Siebentagsadventisten verweise, dass ich deswegen ein Siebentagsadventist bin. Das bin ich nicht. Und was die Frage des Sabbats angeht, nun, die wird nicht nur in diesem Papier hier deutlich gestellt, sondern diese Ansicht habe ich sogar schon viel früher gehabt, weil ich beziehe mich, was den Sabbat angeht, auf die Bibel und die Bibel alleine. Und welche Schlussfolgerung nur die Bibel zulässt, das werden wir im Lauf dieser Lesung auch noch erlernen. Was dann die Bibel angeht, so wisst ihr ja als meine Zuschauer, dass ich immer ein Advokat gewesen bin und das auch bleibe für die König-James-Bibel 1611.
Und auch bei der Studie dieses Papiers ist mir wieder aufgefallen, dass es so viele verschiedene deutsche Bibeln gibt, die alle etwas anderes sagen. Und keine sagt es korrekt. Das kommt da nochmal mit zu. Und ich habe teilweise sogar Dinge aus der 1611er König-James-Bibel direkt übersetzt, um deutlich zu machen, was eigentlich in der deutschsprachigen Bibel hätte stehen müssen. Aber ich bin durch die Studie dieser hier auch gefallen auf die Schlachter 1951 und die schien mir oftmals sehr weit angelehnt an die König James, besser als die Schlachter 2000, in der ich sowieso schon viele Fehler gefunden hatte, besser als die Luther 1984, die ich hier seit ein paar Jahren auf dem Regal stehen habe und regelmäßig konsultiere, die aber total korrumpiert ist, und auch besser als die 1912er Lutherbibel, wo auch einige Fehler drinstehen. Aber zum Beispiel Walter Veit in seinem Vortrag Krieg der Bibeln, wo er deutlich erklärt, wo die ganzen Urschriften herkommen, der Textus Receptus und wie die verschiedenen Bibeln entstanden sind, erklärt ja auch, dass die Luther 1984 eine furchtbar korrumpierte Bibel ist und vergleicht dann mit der Schlachter 2000 und mit der Elberfelder und was weiß ich nicht alles. Und ich habe mich halt entschlossen, zum größten Teil die Zitate, die ich hier jetzt mache, aus diesem Papier, wenn ich es vorlese, zu nehmen aus der Schlachter 1951. Aber ich rate jedem an, diese Zitate zu kontrollieren, mit der König-James-Bibel daneben und nach seinem eigenen Verständnis das aus dem Englischen, wenn er es kann, so gut wie möglich ins Deutsche für sich zu übersetzen. Aber für mich funktionieren die Zitate der Schlachter 1951-Bibel hier in diesem Fall. So, und jetzt ohne große weitere Verzögerung werde ich anfangen, das Papier jetzt zu lesen, das also heißt 2017, 500 Jahre nach Luther. Und mein Video werde ich nennen Luther 2017. Christus oder Antichrist? Weil da geht es im Grunde drum. Dieses Papier hilft uns nur, diese Studie dahingehend zu vertiefen und uns eine Wahlmöglichkeit, möchte ich mal sagen, zu geben, ob wir entweder Jesus Christus, den eingeborenen Sohn des Gottes der Bibel von Abraham, Isaak und Jakob zu wählen, oder aber den Antichristen und sein antichristliches System, das heutzutage, wie die letzten 2000 Jahre, durch Rom regiert wird. Vor dem Antichristen waren es die Cäsaren, und als Rom 476 fiel und in der Zeitspanne zwischen 476 und 538 der Papst als das kleine Horn ständig an Macht gewachsen hat und der Papst dann oder das Papsttum in 538 seine volle Kraft entwickelte, da kam es zu der Erfüllung verschiedener Prophezeien, in denen von den 1260 Tagen gesprochen wird. 1260 Tage, 1260 Jahre oder eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, 3,5 Jahre oder 42 Monate, 36 plus 6, das sind auch 3,5 Jahre, immer wieder das. Und da habe ich ja auch schon andere, vor allen Dingen englischsprachige Videos, zur Genüge drüber gemacht. Könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Also, ich nenne das Video und diesen Vortrag Luther 2017. Christus oder Antichrist? Und dann fangen wir jetzt mal an. Achso, und bevor ich es vergesse, wir werden hier keine Quoten oder irgendwas von Ellen G. White lesen, ne? die Sieben-Tags-Adventisten als eine Prophetin ansehen, was ich absolut nicht teile. Und irgendwelche Lehren oder Auszüge aus ihren Büchern oder Schriften sind in diesem Vortrag, in dieser Lesung nicht enthalten. Hier geht es um biblische und historische bewiesene Wahrheit. So, dann fangen wir jetzt mal an. 500 Jahre sind am 31. Oktober 2017 vergangen, wenn wir so weit dann kommen, seit Martin Luther die 95 Thesen an die Kirchentür der Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Diese 95 Thesen enthüllten einige der unbiblischen Traditionen und Lehren der katholischen Kirche, und die Leute waren erstaunt, dass ein einzelner Mann es wagte, dem System Rom zu widersprechen. Ja, es sind immer nur Einzelne, die dem System Rom widersprechen. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Die große Masse wird das nie tun. Nun, die große Masse war damals natürlich noch nicht aufgewacht, aber selbst heute sind es immer nur Einzelne, die gegen das System sprechen. Die nennt man dann so neudeutsch Dissidenten oder sowas in der Richtung oder Nazis oder wie auch immer, wenn man es ja wagt, gegen das System anzugehen, gegen die Masse anzugehen, die biblisch gesehen noch niemals richtig lag.
Nun, die 95 Thesen wurden innerhalb kürzester Zeit in ganz Deutschland sowie auf der ganzen Welt verbreitet. Die Menschen verstanden, dass die katholische Kirche für eine Großzahl unbiblischer Lehren und Traditionen Position bezog. Viele stellten sich deshalb auf Luthers Seite. Lebhafte Debatten entstanden. Die Bekanntmachung der 95 Thesen bereitete den Weg für ein neues und freies und selbstständiges Denken. Das muss man mal verstehen, wenn man sich ein paar hundert Jahre zurückdenkt in unserer Geschichte. Selbstständiges Denken wurde im schwarzen oder im dunklen Mittelalter bestraft. Man durfte nur denken, wie das System war. Und das ist genau so, wie das in der heutigen Zeit auch ist. Man darf nur, wie nennt man es so schön im Neudeutschen, politisch korrekt denken. Man darf ja keinen anfallen. Man muss immer sich der Masse anpassen und man muss seine Kompromisse schließen. Und die Leute hatten damals das selbstständige Denken vor allen Dingen dann ein paar Jahre später bekommen, als die Bibel in ihrer eigenen Sprache endlich verfügbar war und dass die Menschen endlich mal kontrollieren konnten, dass das, was ihnen die Priester über die Kanzel erzählten, auch tatsächlich wahr war oder nicht. Und eben nicht wahr war, sondern sie haben damals die Wahrheit erkannt. Damals strebten die Leute noch nach der Wahrheit. War die Unterdrückung jetzt damals größer, als sie heute ist? Ja, wahrscheinlich irgendwo schon, nur auf der anderen Seite wahrscheinlich auch wieder irgendwo nicht. Das Problem ist nur, man hat die Leute damals die Unterdrückung mehr spüren lassen. Heute lässt man sie das weniger spüren. Heute werden die Leute abgelenkt mit allen möglichen Dingen in der Unterhaltung. Sind das jetzt Filme, Fernsehserien, Sportevenemente oder sonstige Sachen? Computerspiele, iPads und iPhones und was weiß ich nicht alles und soziale Netzwerke, in die Leute eingeschlossen werden. Und die Leute werden so von ihren Alltagssorgen abgelenkt, dass sie sich damit gar nicht mehr beschäftigen und dass sie schon gar nicht mehr irgendwelche Fragen stellen dahinter. Aber damals sorgte das für ein selbstständiges Denken. Die Frage ist, wie weit muss dieses System von Rom heute noch weitergehen, bis die Leute wieder einmal anfangen, selbstständig zu denken? Auf den Zeitpunkt warte ich ehrlich gesagt ziemlich gespannt. Nun, zum großen Teil waren nur die Priester im Besitz einer Bibel. Das Volk hatte zu ihnen aufgeschaut und darauf vertraut, dass sie Gottes Wort recht vermitteln. Nun aber hatte Martin Luther mit seiner Verkündung der 95 Thesen enthüllt, dass deren Traditionen und Lehren nicht mit der biblischen Lehre übereinstimmten. In kürzester Zeit entstanden so zwei gegensätzliche Lager: die Vertreter der katholischen Kirche auf der einen sowie die Anhänger der neuen lutherischen Lehre auf der anderen Seite. Da Luther auf seinen Darstellungen und seiner Lehre bestand, wurde er schließlich zum Reichstag nach Worms einbestellt. Der Reichstag wünschte, dass er der Obrigkeit untertan sein und sein Werk widerrufen sollte. Luther jedoch antwortete, Zitat: „Wenn ich nicht durch Schriftzeugnisse oder helle Gründe überwunden werde, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, weil feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriften und mein Gewissen gefangen in Gottes Worten. Widerrufen kann ich nichts und will ich nichts, weil wieder das Gewissen zu handeln beschwerlich, unsicher und nicht lauter ist. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen." Ende Zitat. Wir können das nachlesen in Daubigny's History of Protestantism in Band 7, Kapitel 8. Daubigny hatte ich ja schon mal erwähnt, ein absolut monumentales, interessantes Werk, wenn man sich das mal antun will. Ich habe selbst auch noch nicht ganz gelesen oder nur teilweise mal reingeschaut, aber das fragt halt eine ganze Menge Studie. Aber wichtig finde ich, dass Luther hier anführt: „So bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriften und mein Gewissen gefangen in Gottes Worten." Durch mein Gewissen gefangen in Gottes Worten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil die Menschen heute, also ich spreche jetzt im Allgemeinen von dieser in Anführungsstrichen Gesellschaft, in der wir leben, die nehmen als Basis für ihr Gewissen nicht das Wort Gottes, wie Luther das hier tut, sondern das, was in der Welt, vor allen Dingen im römischen Katholizismus, gelehrt wird.
ob sie das jetzt gerne wahrhaben wollen, dass das Katholizismus ist, was ihr Glauben, ihre Einstellung, ihre Moral und ihr Gewissen bestimmt oder nicht, das spielt keine Rolle, ob sie das glauben. Der Punkt ist, dass das so ist, weil, wie ich in der Lesung von Herrscher des Bösen ja, glaube ich, schon deutlich gemacht habe, ist es eben so, dass, was das Gewissen angeht, wir in einem römisch-katholischen System leben. Und zwar von der Schule, Ausbildung und natürlich der ganzen Freizeitgestaltung darüber hinaus an. Das ist alles katholisch, weil es ist alles in diesem katholischen System. Nur ist die römisch-katholische Kirche ja in erster Instanz, das darf man nie vergessen, in erster Instanz eine politische Kraft. Das heißt, uns wird über die Politik, über die Gesellschaft, über die Massenmedien und alles gesagt, was gut und schlecht ist. Wir sprechen von Humanismus und von Menschenrechten und allem drum und dran. Das Problem, was sie euch dann nebenbei erzählen, ist, dass Menschenrechte und solche Dinge nur für die Leute zählen, die sich auch dem System des Römers, um es mal so auszudrücken, fügen. Wenn ich mich dem System nicht füge, dann gelten auch dem seine mir zugestandenen Rechte nicht. Die gelten nur, wenn ich mich innerhalb des Systems konform bewege, wenn ich mich innerhalb des Systems konform ausdrücke und wenn ich innerhalb des Systems konform denke. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich da halt draußen. Und deswegen ist es heute noch, und da müsst ihr mir ja nicht glauben, das könnt ihr gerne selbst nachlesen, für die römisch-katholische Kirche kein Verbrechen, Protestanten umzubringen. War es noch nie. Alles, was sich der römisch-katholischen Kirche in den Weg stellt, sind Ketzer und Heretiker und Menschen, die, ja, wie kann man sagen, fast freiwillig eigentlich sind für die römisch-katholische Kirche. Da passen sie ihre humanen Gesetze nicht zu. Und genau deswegen geht es ja in der Welt heute so zu, wie es zugeht. Deswegen fragen sich ja viele Leute, ja, wie kann denn das mit den ganzen Kriegen, mit den ganzen Unterdrückungen, mit den ganzen Sklaven, mit der ganzen Ausbeutung, mit der ganzen Verarmung, mit Hungersnöten und. Ja, das kann eben nur, wenn man das auf Leute zupasst, die der römisch-katholischen Kirche eben nicht genehm sind und die sie eben nicht in ihr System einbinden und da eben auch die humanitären Gesetze, die sie selbst erlässt, eben nicht drauf ausführt. So einfach ist das. Und Martin Luther beruft sich hier auf sein Gewissen, gefangen in Gottes Worten. Und das ist die einzige Basis, die ein Christ auch wirklich akzeptieren kann für sein Gewissen, für seinen moralischen Standpunkt. Die Bibel, das Wort Gottes und nicht die Lehren eines Menschen und schon gar nicht die des Antichristen. Deswegen habe ich ja auch diese Sendung genannt, Christ oder Antichrist. Was wählen wir? Wählen wir Christus, wählen wir die Bibel oder wählen wir die Lehre des römischen Kaisers Pontifex Maximus mit seinem Fischhut und seinen lustigen Kleidern und roten Schuhen, die das Blut widerspiegeln, auf der die römisch-katholischen Kirche seit Jahrhunderten, fast Jahrtausenden rumtritt, das Blut der Märtyrer von Jesus Christus? Wen werden wir wählen? Und dieser Vortrag wird hoffentlich dazu führen, einigen Leuten zu zeigen, was die bessere Wahl ist und warum wir Jesus und Gott damit wählen sollten und nicht den Antichristen. Der Artikel fährt fort mit dem nächsten kleinen Teil, der heißt Der Protest der christlichen Fürsten. Kaiser Karl V. plante, sowohl Luther als auch die Reformation zu stoppen und rief zu einem neuen Reichstag in Speyer im Jahre 1529 auf. Dort wurde beschlossen, die Weiterverbreitung der Reformation zu verhindern. Außerdem durften die Reformatoren keine Streitpunkte berühren und sich der Messe nicht widersetzen. Kein Katholik durfte Luthers Lehre gutheißen. Die christlichen Reformationen gegenüber positiv eingestellte Fürsten entschieden sich dafür, ihren Protest vor dem Nationalrat zu offenbaren. Unter anderem erklärten sie, und das ist ein sehr wichtiges Zitat, das jetzt folgt: Wir haben weder dem vorgeschlagenen Dekret zugestimmt, noch in irgendeiner Weise an ihm festgehalten. Es steht im Gegensatz zu Gott, seinem heiligen Wort, unserem rechten Gewissen, der Erlösung unserer Seelen.
Wir sind entschlossen, mit der Gnade Gottes das reine und ausschließliche Predigen seines einzigartigen Wortes aufrechtzuerhalten, so wie es in den biblischen Büchern des Alten und Neuen Testaments enthalten ist, ohne etwas hinzuzufügen, das im Gegensatz dazu steht. Ende Zitat. Auch dieses kommt aus Daubigny's History of Protestantism. Ist doch interessant, wie Sie das hier formulieren. Ohne etwas hinzuzufügen, das im Gegensatz dazu steht. In der Bibel steht geschrieben, dass wer von dem Wort Gottes wegnimmt oder hinzufügt, die ganze Rache Gottes erfahren wird. Und die römisch-katholische Kirche hat seit Anfang ihrer Existenz nichts anderes getan, als das Wort Gottes zu verfälschen, Dinge herauszunehmen und Dinge hinzuzufügen, wie es ihr gerade passt. Und wie ich bereits in der Einleitung sagte über die verschiedenen Bibeln, kontrolliert doch mal die verschiedenen Bibeln, wie die Dinge da ausgedrückt sind und ob wirklich alle Verse und alle Kapitel vollständig auch in jeder Bibel enthalten sind. Und ihr werdet feststellen, das ist nicht so. Und Gott sagt ganz deutlich, derjenige, der von meinem Wort wegnimmt oder hinzufügt, der wird meine ganze Rache abbekommen. Dieser Protest gab der neuen Bewegung den Namen übrigens Protestantismus. Seine Prinzipien machen das Wesen des Protestantismus aus. Ja, dem stimme ich zu, aber viel wichtiger ist noch, dass eben der Protest hauptsächlich, und das werden wir später in diesem Dokument auch noch weitersehen, wenn ich weiterlese, dass der hauptsächliche Protest eigentlich darum ging, um die Identifikation des Antichristen. Und das war der Protest, dass man eben diesem System und dem Herrscher dieses Systems, dem Herrscher des Bösen, protestiert. Nun, wessen Autorität gilt? Martin Luther und die Reformatoren waren der Auffassung, dass die Christen der Bibel und der Bibel allein folgen sollten, wenn es um Fragen des Glaubens und der Lehre geht. Nun, dieser Einstellung stimme ich unumwunden zu. Jedoch, dadurch, dass die verschiedenen Reformatoren die Bibel verschieden auslegten, da kommen wir schon wieder zu einem Abfall, kam es zu vielen unterschiedlichen Denominationen oder eben auch Religionsgemeinschaften oder Glaubensrichtungen. So kennen wir inzwischen Lutheraner, Calvinisten, Baptisten, Methodisten, Adventisten und dann habe ich es noch gar nicht über die Zeugen Jehovas und die Mormonen, Latter-day Saints und wie sie alle heißen, die ja sowieso, genau wie die Sieben-Tags-Adventisten übrigens auch, von Freimaurern und damit Jesuiten kontrolliert, gegründet wurden. Und wie später durch den Erzbischof von Reggio auf dem Konzil von Trient festgestellt wurde, das zwischen 1545 und 1563 stattfand, begingen auch alle Reformatoren denselben Fehler. Nämlich, sie hielten am Sonntag als den wöchentlichen Ruhetag fest, statt dem biblischen siebten Tag der Woche, dem Samstag, für den es keine andere Rechtfertigung gibt als die Tradition der römisch-katholischen Kirche. Nun, in diesem Augenblick bin ich das, der das sagt. Nachher, später in dieser Lesung, kommt ein ganz deutlicher Beweis, wo die römisch-katholische Kirche genau das selbst sagt. Und jeder, der meint, der Sabbat, der gilt nur für die Juden, der Sabbat, den hat Jesus abgeschafft, der sollte mal wirklich tief in die Bibel eintauchen und wird feststellen, dass selbst die römisch-katholische Kirche zugibt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Sonntag das Zeichen der Kirche, ihrer Autorität ist. Nun, dadurch wurden die Reformbemühungen auf diesem Konzil als Rebellion gegen die Kirche verdammt und Protestanten als Heretiker und Ketzer eingestuft. Und am Ende des Konzils von Trient sprach sich die römisch-katholische Kirche mit über 120, ich meine es waren 125 Verdammungen oder Flüchen gegenüber den sogenannten Heretikern und Ketzern aus. Ein Punkt, in dem sich alle Reformatoren, national und international, einig waren, ist jedoch der wichtige Punkt in der Identifikation des biblischen, historischen und prophetischen Antichristen, des Papsttums. Und dieser
heute meist vergessene und nie erwähnte Punkt aufgrund der jesuitischen falschen Zukunftslehre von Francisco Ribera in 1590, die seit der Zeit in allen Kirchen gelehrt wird, ist die wichtigste Säule des Protestantismus. Nun, wenn ich mal eben über die Zukunftslehre ein bisschen tiefer eingehen soll, dann mache ich das hier in diesem Zeitpunkt gerne. Und dazu möchte ich euch erstmal verweisen auf ein Buch im Alten Testament, die des Propheten Daniel, der während der 70 Jahre währenden babylonischen Gefangenschaft mehrere Visionen bekam, unter anderem bekam er eine im Kapitel 9. Das Kapitel 9 von Daniel fängt wunderbar an mit einem Gebet, das er spricht, wo er um Gnade bittet für den Abfall, der in sein jüdisches Volk zu der Zeit reingekommen ist, und er um Gnade bei Gott bittet. Und in Vers 23 lesen wir dann, und das sind jetzt Zitate also von der Bibel: Als du anfingst zu beten, erging ein Wort, und ich bin gekommen, um es dir zu zeigen, denn du bist lieb und wert. So achte nun auf das Wort und merke auf die Vision. 70 Wochen sind über dein Volk, also das jüdische Volk, und über deine heilige Stadt verordnet, also Jerusalem, um bei der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, die ewige Gerechtigkeit, um Vision und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. So wisse und verstehe, vom Erlass des Befehls zum Wiederaufbau Jerusalems bis auf den Gesalbten, einen Fürsten, vergehen 7 Wochen. Und innerhalb 62 Wochen werden die Straßen und Gräben wieder aufgebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen, das sind jetzt also, wie wir gerade eben gesehen haben, erst 7 und dann 62, das macht 69 Wochen. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, so dass keiner mehr sein wird. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk eines zukünftigen Fürsten verderben, und sie geht unter in der Überschwemmung, und der Krieg, der bestimmt ist zu ihrer Zerstörung, dauert bis ans Ende. Und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und mitten in der Woche Schlacht und Speisopfer aufhören lassen, und auf der Zinne werden Gräuel des Verwüsters aufgestellt, bis dass sich die bestimmte Vertilgung über die Verwüstung ergossen hat. Zitat Ende aus der Bibel. Nun, alleine schon diese Übersetzung ist im Vergleich zu 1611 King James irreführend und undeutlich. Warum? In Vers 26 konnten wir lesen, so dass keiner mehr sein wird. Ich lese nochmal eben den Teil im Vers 26 zum besseren Verständnis für jeden. Zitat: Und nach 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, so dass keiner mehr sein wird. Nun, im Original in der König James Bibel heißt es: Aber nicht für sich selbst. Das heißt, und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden, aber nicht für sich selbst. Was deutlich macht, dass der Messias sein Leben gibt für andere. Das Blut, das er verschüttet, ist das einzige vom Vater akzeptierte Blut für die Vergebung der Sünde. Die ganzen Opferrituale des mosaischen Gesetzes waren nur dafür gedacht, dass der Messias, Jesus Christus, der eingeborene Sohn des Vaters, durch sein Opfer diese abschafft. Einmal das Blut des Sohnes vergossen ist, für die Sünden der Menschheit sind weitere Opfer nicht nötig und auch vom Vater nicht anerkannt. Gott schickte Abraham mit seinem Sohn Isaak auf den Weg, um ihn seinen Sohn opfern zu lassen. Und das war ein Test des Glaubens von Abraham an den Herrn. Das Blut seines Sohnes Isaak hätte nie den Zweck erfüllt, den das Blut von Jesus Christus erfüllte, da er, Isaak, auch ein sündiger Mensch war und nur Jesus Christus der einzige Mensch je auf Erden ohne Sünde war. Ein Sünder kann keine Sünden vergeben oder auf sich nehmen für die Erlösung anderer. Jesus sagte in: Ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen, nicht um es abzuschaffen.
wie wir in Matthäus 5, Vers 17 lesen. Zitat: Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ende Zitat. Jesus Opfer am Kreuz war die Erfüllung des Gesetzes, nicht die Abschaffung desselbigen. In Vers 27 geht es falsch übersetzt weiter. Nochmal eben lesen, was lesen wir in Vers 27? Zitat: Und man wird vielen den Bund schwer machen, eine Woche lang, und mitten in der Woche Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Okay, was sagt denn die King James dann bitteschön hier? Und er wird den Bund bestätigen mit vielen für eine Woche. Wir hatten davor 69 Wochen. Wir sprechen über die 70. Woche, die im Neuen Testament nachzulesen ist, in dem Evangelium von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Das ist die 70. Woche. Und wenn wir bis in die Apostelgeschichte weitergehen, haben wir auch die Verendung oder die Vollendung der 70. Woche. Aber es geht eben darum, wie es hier jetzt heißt in der King James, und er wird den Bund bestätigen mit vielen für eine Woche, und in der Mitte der Woche wird er dafür sorgen, nämlich durch sich selbst zu opfern, durch am Kreuz zu sterben und sein Blut für uns zu vergießen, dass die Opfergaben und die Opfer aufhören werden. Wie kann man es noch deutlicher sagen? Als Jesus am Kreuz den Geist aufgab, riss der Vorhang im Tempel in zwei, von oben bis unten. Das Allerheiligste war entblößt. Der Hohepriester, Kaiphas zu der Zeit, konnte keine Opfergaben mehr ausführen, weil Gott von dem Augenblick an nicht mehr in Tempeln aus Stein gehauen verblieb, weil er eben das Allerheiligste entblößt hat. Gott war da rausgezogen und kommt auch nicht mehr zurück. Und solange Gott in dem Tempel aus Stein gehauen der Menschen verblieben war, solange musste das Allerheiligste mit diesem Vorhang abgeschlossen werden. Und als Jesus seinen Geist am Kreuz aufgab, riss der Tempel von oben bis unten in zwei und gab das Allerheiligste frei. Es war mit anderen Worten entheiligt. Nun, die jesuitische Zukunftslehre lehrt, dass er in Vers 27, na, wie wir gerade eben gelesen haben, wo habe ich das denn hier jetzt stehen? Und er wird den Bund bestätigen mit vielen für eine Woche. Ja? Die jesuitische Zukunftslehre lehrt, dass er in Vers 27 nicht Jesus Christus ist, sondern der zukünftige Antichrist. Und dass die gesamte 70. Woche in der Zukunft stattfindet und noch nicht stattgefunden hat. Diese Lehre leugnet das Werk unseres Erlösers Jesus Christus am Kreuz und legt das Kommen des Antichristen auf eine undefinierbare Zukunft. 7 Jahre bevor Jesus Christus zum zweiten Mal kommen wird, ist im Allgemeinen die akzeptierte Lehre. Aber es steht geschrieben in Matthäus 24, Vers 36, Zitat: Um jenen Tag aber und die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Ende Zitat. Und hier geht es um die Wiederkehr Jesus Christus, sein zweites Kommen auf diese Erde. Nun hat die ganze Geschichte einen großen Haken. Dass sich dies erfüllen kann, also die Zukunftslehre der Jesuiten, dazu muss es einen Staat mit Juden geben, die in einem Tempel Opfergaben verrichten. Und wenn man sich jetzt meine vorherigen Lesungen anguckt und sicher auch einige englische, wobei ich ganz deutlich anführen möchte, wer Englisch versteht, der sollte unbedingt das Video schauen von Nothing But the Truth, The Greatest Deception Since the Garden of Eden, und den zweiten Teil davon, Satan's Paradise, The Consequences of Not Understanding the Greatest Deception Since the Garden of Eden. Der wird es ganz gut verstehen, was das damit zu tun hat, dass es einen Staat mit Juden geben muss, die einen Tempel Opfergaben verrichten. Naja, Vers 26 und 27 geht ja darum, dass diese Opfer aufhören müssen. Das haben sie ja damals auch. Aber da das ja von den Jesuiten in die Zukunft gelegt wird,
von der römisch-katholischen Kirche ja auch, von allen Kirchen heutzutage, findet doch mal ein Pastor, der heute noch predigt, der Papst ist der Antichrist. Viel Glück. Die meinen, das liegt in der Zukunft. Und deswegen muss es ja überhaupt erstmal einen Staat mit Juden geben. Gott hat den damals vernichtet, den Staat. 70 nach Christus kam die 10. Legion unter dem Fürsten, das heißt dem Prinzen des damaligen Kaisers von Rom, Vespasius, der Prinz Titus mit der 10. Legion an und hat Jerusalem dem Boden gleichgemacht, genau wie Jesus in Matthäus 24 an anderer Stelle gesagt hat, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleiben wird von dem Tempel. Und das war auch so. Kann man geschichtlich nachstudieren. Das bin nicht ich, der das sage. Das ist offizielle Geschichte, die da spricht. Man muss es nur mal lesen. Und danach gab es keinen jüdischen Staat mehr. Es gab kein Israel mehr. Es gab keinen jüdischen Staat mehr. Natürlich gab es das nicht mehr. Gott hat ja ganz deutlich zu Anfang in Daniel 9, Vers 24 gesagt, 70 Wochen sind über dein Volk und deine heilige Stadt verordnet, um der Übertretung ein Ende und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und die ewige Gerechtigkeit zu bringen, um Vision und Prophezeiung zu versiegeln und das Hochheilige zu salben. Da steht es ganz deutlich geschrieben. Wenn diese 70 Wochen vorbei sind, dann ist vorbei. Und an anderer Stelle in der Bibel, im Neuen Testament, lesen wir ja auch, wenn Jesus gefragt wird, wie oft muss ich denn meinem Bruder vergeben, der gegen mich gesündigt hat? 7-mal? Was ist Jesus seine Antwort? Nein, 7-mal, 70-mal, um wieder auf diese 490 Jahre zurückzukommen, die diese 70-Wochen-Prophezeiung ganz deutlich beinhaltet. Aber wie gesagt, dass sich das erfüllen kann in der Zukunft, dazu muss es einen Staat mit Juden geben, die in einem Tempel Opfergaben verrichten. Und jetzt verstehen vielleicht auch viele, vielleicht verstehen sie es immer noch nicht, aber vielleicht doch, woher der Zionismus kommt und warum es absolut notwendig war, einen israelischen Staat in Palästina zu errichten. Palästina, das unter der Hoheit der Franzosen und der Engländer war, nachdem sie das Osmanische Reich komplett zerstört hatten und unter sich aufgeteilt hatten und irgendwelche willkürlichen Grenzen gezogen haben, die heute noch im Nahen Osten gelten. Das sind keine natürlichen alten Grenzen, das sind künstlich gezogene Grenzen durch Frankreich und England, die in Palästina und in der ganzen Gegend im Vorderen Orient regiert haben und meinten, das alles so machen zu können. Also einen israelischen Staat in Palästina zu errichten, mit der Zusammenarbeit der Juden oder ohne sie. Und dann kommen wir auf die Judenverfolgung, hauptsächlich im Dritten Reich. Und dann kommen wir auch mal auf den Punkt, dass einige Leute vielleicht sich auch mal überlegen sollten, dass da eine ganze Menge Juden waren, die gesagt haben, dieser Zionismus, diese politische Bewegung, hallo, nicht spirituell, diese politische Bewegung, um die Juden zurückzubringen nach Palästina in ihr sogenanntes Geburtsland, das ist ja eine politische Bewegung, das ist ja eine Bewegung von Menschen gemacht. Wir, traue an die Tora, gottesgläubige Juden, gehen erst zurück, wenn die Hand Gottes uns leitet, so wie er uns damals aus Ägypten geleitet hat und nicht, wenn die Menschen das sagen. Und diese Juden, wenn die diesen Widerstand leisten, ja, was macht denn die römisch-katholische Kirche mit jedem, der ihr Widerstand leistet, seit Jahrhunderten? Sie vernichtet sie, richtig? Und dazu, dann bitte ich nochmal, dass man auch mal zurückgeht in meine Geschichte von Rulers of Evil, also Herrscher des Bösen und auch andere Lesungen, die ich gemacht habe, worin deutlich wird, dass eben damals dafür in Deutschland eine Person ausgewählt wurde, um dafür zu sorgen, dass die Juden in die Richtung von Palästina getrieben werden. Nach dem Motto, und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Mit der Zusammenarbeit oder
ohne die Zusammenarbeit der Juden. Nach Palästina werdet ihr gehen, sagt der Antichrist. Und da werde ich für sorgen. Und das hat er. Und seitdem haben wir diesen Staat, der da unten nichts als Unheil und Krieg und Unruhe anstiftet und herausfordert. Und deswegen lebt die Welt in ständigem Krieg und die meisten Leute in ständiger Angst, weil sie überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Das kann man nur verstehen, wenn man das Wort Gottes versteht. Nun, im Text fahren wir nochmal eben weiter, weil das war eine ziemlich weite Ausführung von mir selber, ne? An dieser Stelle wurde der Bruch sehr deutlich. Ne? Also, ich lese nochmal eben den einen Satz mit der Stelle. Martin Luther und die Reformatoren waren der Auffassung, dass die Christen der Bibel und der Bibel allein folgen sollten, wenn es um Fragen des Glaubens und der Lehre geht. An dieser Stelle wurde der Bruch sehr deutlich. Die katholische Kirche forderte, der Bibel und der Tradition zu folgen. Sowohl Martin Luther als auch die Reformatoren sollten sich nach den Beschlüssen der Kirche und des Staates richten. Kirche und Staat zusammen. Wir haben eine Trennung von Kirche und Staat, oder? Dass die zivile Kraft, die temporale Kraft doch nicht bestimmt, was wir glauben sollen und wie wir glauben sollen? Haben wir dafür nicht Trennung von Kirche und Staat? Und was sagt die Kirche hier? Die Reformatoren sollten sich nach den Beschlüssen der Kirche und des Staates richten, weil wenn die römisch-katholische Kirche souverän in einem Land regiert, dann ist sie Kirche und Staat. Und die Beschlüsse von Kirche und Staat sind diejenigen, nach denen man sich zu richten hat. Or else, wie man so schön im Englischen sagt. Entweder oder. Entweder du gehorchst oder. Das könnt ihr dann gerne einfüllen, wie ihr das wollt, was das oder beinhaltet. Vergesst dabei nicht, an die Inquisition zu denken. Die Reformatoren erwiderten, dass sie dies tun würden, wenn diese Beschlüsse nicht im Widerspruch zu Gottes Wort stünden. Sie bestanden auf der Freiheit des Gewissens, wenn es um Glaube und Lehre ging. Rom dagegen forderte, dem Folge zu leisten, was die Mehrheit, ja, Mehrheit, Masse, in den Kirchenräten als recht und wahr beschlossen hatten. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, was recht und wahr ist, es geht darum, was die Mehrheit in den Kirchenräten als recht und wahr beschließt. Der Einzelne musste daher seine Wahl treffen. Entweder das Wort Gottes allein oder Kirchenlehre, also Tradition und die Bibel. Da fängt schon mal der erste Kompromiss an. Weiter geht's im Abschnitt die Verfolgung. Weil sie sich nicht vor Rom beugen wollten, begann die katholische Kirche die Reformatoren zu verfolgen. Sie hatten sich gegen die Autorität Roms gestellt. Ihr Widerstand sollte nun gebrochen werden. Alte, heute beseitigte Geschichtsbücher, ganz, ganz wichtig, so. So machen die das. Es ist nicht nur wie und wer die Geschichte schreibt, also wie die Geschichte geschrieben wird und wer sie schreibt. Es geht vor allen Dingen darum, dass man alte Geschichtsbücher, die noch viel Wahrheit enthielten, aus der Möglichkeit der Leute nimmt, um sich damit zu informieren. Ich habe mal gelesen von einem Autor, der meinte, dass es bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts mehr als 6000 Bücher über die Jesuiten gab. Da müsst ihr mal probieren, heute nochmal einen Bruchteil davon zu finden. Die sind alle meistens verschwunden, wo der Jesuitenorden von A bis Z aufgedeckt wurde. Wir haben heute auch noch solche Bücher, aber damals alleine gab es über 6000. Heute kommen wir auf ein paar hundert und wir sind 300 Jahre weiter. Also alte, heute beseitigte Geschichtsbücher berichten von einer grausamen Verfolgung. Mehrere der Reformatoren wurden unter unmenschlichen Verhältnissen ins Gefängnis geworfen. Andere an einsamen Stellen in den Alpen verfolgt. Das sind zum Beispiel die Waldenser und die Albigenser.
Sie wurden vor wilde Tiere geworfen. Sie wurden durch die Inquisition gefoltert oder die Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich hatte ja schon mal in Herrscher des Bösen gelesen, wie ihr euch vielleicht erinnert, wenn ihr das gesehen habt, dass die Inquisition in Spanien, das meist katholische Land auf dieser ganzen Erde, noch katholischer als Italien, dass da die Inquisition durchgeführt wurde bis zum Tode Francos in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Erkundigt euch mal. Die hatten noch die Streckbänke, die Daumenschrauben und was weiß ich nicht alle für grausame Foltergeräte vollkommen im Nutzen bis Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Berichte über die grausamen Verfolgungen und Strafmethoden der Papstkirche erschütterten die Welt sowohl vor als auch nach Luthers Zeit. Mehrere der Reformatoren wurden bedroht und vom Papst exkommuniziert. Nun, wenn mich der Papst exkommuniziert, habe ich da kein Problem mit und da hat auch kein Reformator ein Problem mit gehabt. Aber den Leuten wurde natürlich gesagt, damit sind diese Menschen jetzt vogelfrei. Denn unter dem Bann als exkommuniziert standen sie als oder gelten sie als vogelfrei. Jedermann hatte das Recht, sie zu töten. Viele der Reformatoren kamen auf dem Scheiterhaufen ums Leben. Wir nennen hier nur mal Hieronymus, Jan Hus, William Tyndale, um nur einige zu nennen. Allein in England wurden von 1555 bis 1558, das ist die Regentschaft der katholischen Königin Mary I., die ihr unter dem Namen Bloody Mary kennt. Das ist nicht nur Wodka mit Tomatensaft. Nein, das ist die blutige Regentschaft der katholischen Königin Mary, die die Protestanten in England damals schwer verfolgt hat. 289 Protestanten auf dem Scheiterhaufen wurden verbrannt in der Zeit. Mindestens. Und auf andere Art und Weise und anderen Plätzen gefoltert. Das kommt da noch zu. In diesem Kontext entschließt sich ganz neu die Bedeutung der Worte Jesu, die da sind, wie wir nachlesen können in Matthäus 25, Vers 40, Zitat: Und der König wird antworten und sagen zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mit mir getan. Ende Zitat. All das, wofür die römisch-katholische Kirche und ihre Leiter sich einstmals werden verantworten müssen, sind keine Kleinigkeiten. Glücklicherweise nimmt Gott sich dieser Sache an. Er überschaut alles und wird gerecht richten. Es lohnt sich in diesem Zusammenhang über die Worte nachzudenken, Zitat: Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Ende Zitat. Wie wir nachlesen können im Buch der Prediger, Kapitel 12, Vers 14. Es geht ganz klar aus der Bibel hervor, dass, wenn Sünde erkannt und bereut sowie um Vergebung gebeten wird, es Vergebung für alle Sünden gibt. Nirgendwo jedoch wird berichtet, dass die katholische Kirche zum Kreuz Jesu kam, bereut und für all die grausame Verfolgung, Folter und das Abschlachten von Andersgläubigen vor, während und nach Luthers Zeit um Vergebung gebeten hat. Nun, Papst Johannes Paulus II. Hat im Jahr 2000 ein Mea Culpa in die Welt geschickt. Googelt das mal, schaut das mal nach. Indem er sich entschuldigte für die Missetaten der römisch-katholischen Kirche in der Vergangenheit. Er hat sich dafür entschuldigt. Ein Bereuen war da nicht ausgesprochen. Menschen wurden auf dem Scheiterhaufen verbrannt, nur weil sie anderen Glaubens waren. Sollte diese römisch-katholische Kirche da als eine christliche Kirche betrachtet werden? Hierzu verweise ich nochmal eben auf meine Lesung von Babylon nach Rom auf meinem Kanal. Die römisch-katholische Kirche ist die Synagoge Satans und nicht christlich. Aber sie ist die Organisation auf dieser Welt, die dafür sorgt, dass das Christentum in den Dreck gezogen wird und dass die Leute am Ende der Zeit das Christentum verdammen werden, weil das Christentum der römisch-katholischen Kirche für Satan steht und nicht für Jesus Christus.
Das muss man verstanden haben. Und das kommt in meiner Lesung von Babylon nach Rom auch ziemlich deutlich raus. Könnt ihr ja mal reinschauen, falls ihr das noch nicht kennt. Hat ein solches Verhalten etwas mit Christus zu tun? Nein, niemand anderes als der Teufel, Satan persönlich, steht hinter solchen Grausamkeiten, welche nicht nur eine kurze Zeitspanne, sondern über mehrere Jahrhunderte andauerten. Es ist ebenfalls bemerkenswert, dass der ehemalige Papst Benedikt der 16., ja, der tolle deutsche Papst, Leiter für die Inquisition der 1542 gegründeten Congregatio Romanae et Universalis Inquisitionis steht, zu Deutsch die Kongregation der römischen und allgemeinen Inquisition. Bis zum Jahre 2500 war Papst Benedikt der Leiter eben dieser Inquisition. Heute trägt die Inquisition einen neuen Namen. Natürlich, es gibt nichts Neues unter der Sonne, Leute. Nur man benennt die alten Sachen eben anders und dann wissen die Leute gar nicht mehr, wo das herkommt. Und wie heißt die Inquisition heute? Congregatio pro doctrina fide. Mit anderen Worten, Kongregation für die Glaubenslehre. Kurz Glaubenskongregation. Das klingt ja auch viel angenehmer als Inquisition, ne? Inquisition, das darf man ja nicht mehr sagen. Das ist ja nicht politisch korrekt. Nein, es geht halt um die Kongregation für die Glaubenslehre. Die Reformatoren opferten alles für die Sache Gottes. Selbst auf dem Scheiterhaufen waren sie Zeuge für Jesus. Und wie steht's mit euch persönlich? Habt ihr erkannt, was Jesus für euch getan hat? Habt ihr seine große Liebe und Gnade für uns Menschen gegenüber erkannt? Liebet eure Feinde. Vergleichen wir Jesu Taten mit denen der katholischen Kirche, welche Menschen anderen Glaubens verfolgte und tötete, treten gravierende Unterschiede ans Tageslicht. Jesus spricht in Matthäus 5, Vers 44, Zitat: Liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Ende Zitat. Hier spricht ein fundamental anderer Geist als derjenige, der der katholischen Kirche zu eigen ist. Betreffs religiöser Entscheidungen und persönlichem Glauben darf es keinen Zwang geben. Jeder darf Gott nach seiner eigenen Überzeugung anbeten. Wenn die katholische Kirche Gefängnis, Folter und Schwert benutzte, um Gehorsam zu erzwingen, lag sie grundsätzlich verkehrt. Der Unterschied ist grundlegend, ob man seine Feinde umbringt oder sie liebt. Gottes Kinder werden ihre Feinde lieben. Jesus schuf uns, er bewahrt das Leben, er liebt alle und sagt in Matthäus 11, 28, Zitat: Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und er sagt weiter in Johannes 6, Vers 37: Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ende Zitat. Jesus möchte, dass alle zu ihm kommen und Ruhe finden und den Frieden, den nur er uns geben kann. Ist der Papst Jesu Stellvertreter auf Erden? Der Papst sieht sich selbst als Christi Stellvertreter hier auf Erden, obwohl es offensichtlich ist, dass keiner der Päpste Christus repräsentiert. Die Päpste umgeben sich mit einem Luxus, den kaum ein anderer irdischer Herrscher aufweisen kann. Jesus sagte, Zitat: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber des Menschen Sohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Ende Zitat. Matthäus Kapitel 8, Vers 20. Jesus trug ein einfaches Gewand, während der Papst sehr teure Kleidungsstücke in allen möglichen Variationen besitzt. Er hält sich in kostbaren Gebäuden auf, verbraucht Millionen auf seinen Reisen und verfügt über ein ganzes Heer von Sicherheitskräften.
Wenn er dann doch Gott auf Erden ist, wieso braucht er dann bitteschön Sicherheitskräfte? Auch seine Werte sind ganz anders als die, für die Jesus steht und eintritt. Der Anspruch des Papstes, der Stellvertreter Jesu auf Erden zu sein, stimmt mit den Forderungen Jesu, die er an seinen Nachfolger hat, nicht im geringsten überein. Dieses Verhalten ist ein Hohn gegenüber Christus und seinem gerechten und demütigen Leben, welches er hier auf Erden führte. Die katholische Kirche besitzt riesige Reichtümer. Zwei einfache Brunnen gebe ich euch mal, um dies zu kontrollieren. Von Avril Manhattan in Englisch das Buch The Vatican Billions. Und in Deutsch wird dieses Thema behandelt, unter anderem in dem Buch von Dave Hunt. A Woman Rides the Beast heißt es im Englischen und der deutsche Titel ist Die Frau und das Tier. Lest das mal. Bildet euch mal in protestantischen Schriften. Von Dave Hunt, Die Frau und das Tier. Übrigens ein Buch, das ich in der Zukunft auch auf meinem Kanal lesen werde. Muss man sehen, wie viel Zeit ich noch habe für die ganzen Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Jesus sprach zu dem Reichen, ein Zitat von Markus, Kapitel 10, Vers 21, Zitat. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach und nimm das Kreuz auf dich. Ende Zitat. Aufgrund der riesigen Reichtümer des Vatikans hätte auch der Papst jede Ursache, diesem Aufruf zu folgen, wenn er seinem eigenen Anspruch gerecht werden möchte, ein würdiger Repräsentant dieses demütigen Erlösers zu sein. Martin Luther, der die katholische Kirche von innen her kannte, er war ja ein Mönch, die ganze Zeit seines Lebens, bis er den Protestantismus im Grunde gefunden hat, bis Gott ihn auf die Schulter geklopft und gesagt hat, komm raus aus ihr, mein Bruder. Sagte also, Zitat, es ist greulich und erschrecklich anzusehen, dass der Oberste in der Christenheit, der sich Christi Statthalter und Petri Nachfolger rühmt, so weltlich und prächtig fährt, dass ihn darin kein König, kein Kaiser mag erlangen und gleich werden. Gleicht sich das mit dem armen Christus und St. Peter, so ist's ein neues Gleichen. Sie sprechen, er sei ein Herr der Welt. Das ist erlogen, denn Christus, der Statthalter und Amtmann, er sich rühmet, sprach vor Pilatus, Zitat, mein Reich ist nicht von dieser Welt, Ende Zitat. Es kann doch kein Statthalter weiter regieren, denn sein Herr, Ende Zitat, aus Luther, ausgewählte Werke. Und wieder einmal Merle Dubigne. Jetzt kommen wir in den nächsten Abschnitt des Papiers auf Seite 6 von in total 40 Seiten und ihr seht ja, wie weit ich mit so ein paar Seiten nur komme, wegen meiner ständigen Kommentare, für die ich das aber hier mache, weil kein einziges Buch und kein einziges Schriftstück im Internet oder was ist so geschrieben, als dass ich da nicht noch ergänzende Kommentare zu hätte. Und das macht es ja im Grunde aus, weshalb ihr wohl auch meinen Lesungen folgt. Nicht nur das, was ich vorlese oder sage, sondern eben auch, was ich da mit meinem eigenen Senf da noch ein bisschen zugebe. Und anscheinend wird das ja gut angenommen. Und ich hoffe, dass ihr dieses Schreiben auch gut annehmt und werde euch dann für den nächsten Teil auf ein anderes Mal vertrösten, weil mit einer knappen Stunde sind wir jetzt weit genug und werden nächstes Mal fortfahren unter dem Abschnitt Globale Macht. Es wird noch sehr interessant werden und es werden noch sehr, sehr, sehr viele Bibelzitate folgen. Und es wird deutlich sein, wenn man dieses Papier durchgelesen hat, dass man am Ende, wenn man es nicht vorher schon getan hat, eine Wahl treffen muss. Wähle ich Jesus Christus oder wähle ich den Antichristen? Bis hierhin erst einmal, Joggler66, Hour of the Truth, sagt danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhauen. Danke fürs Kommentieren auch. Und bitte verbreitet dieses und meine anderen Videos, wo ihr nur könnt.
wieder hochladen auf jedem YouTube-Kanal, verbreiten via sozialen Netzwerken, via Vimeo, andere Videoplattformen oder was auch immer, verbreitet es. Alle meine Arbeit ist 100% urheberrechtsfrei. Solange ich noch frei sprechen kann, solange werde ich frei sprechen. Und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch und behüte euch auf all euren Wegen. Bis dann. Joggler66 sagt Tschüss.